Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin der Stefan und heute will ich euch einen meiner Favoriten, den San Antonio Axel Rudi, jetzt in der blauen Variante, vorstellen. Der San Antonio ist ein Zwergbärbling. Ich denke, der deutsche Name ist Neonblauer Zwergbärbling. Bitte korrigiert mich da, falls ich mich irre, deutsche Namen sind schwierig bei Fischen. Deswegen San Antonio Axel Rudi, dann kann nichts schief gehen. Wie gesagt, bei uns jetzt in der blauen Farbvariante. Es gibt auch rote immer wieder im Handel. Zurzeit haben wir die blauen da. Erklärung gilt aber für beide. Ist nur eine Farbvariante. San Antonios sind aus Borneo bei Sumatra, sind Weichwasserfische durch und durch. Das heißt, eine Osmoseanlage ist fast schon Pflicht, außer ihr gehört zum glücklichen Kreis, bei denen weiches Wasser aus der Leitung fließt. Dann geht es natürlich auch mit Leitungswasser, aber bitte saures Milieu, also pH-Wert zwischen 5,5 und 7, Gesamthärte 6 bis 8 Grad oder darunter, bei der Carbonathärte so 0 bis 4 Grad, damit der pH-Wert auch immer schön sauer bleibt. Bei der Temperatur sind sie relativ anpassungsfähig, da ist alles zwischen 22 und 28 Grad gut passend, wobei man sagen muss, die goldene Mitte, so 25, 26, sorgt für die prächtigsten Farben. Sie sind super kleine Bewohner in eurem Aquarium, also gehören in die Kategorie Nanofische. Die Männchen, würde ich sagen, sind so 2,5, vielleicht mal 3 cm groß, sind ein bisschen robuster gebaut. Die Weibchen sind ein bisschen schmaler, ihr könnt die relativ gut unterscheiden an der dunklen Färbung von der Afterflosse. Wichtig für die Fische ist, dass ihr die in Gruppen haltet. Die Gruppen sollten auch nicht zu klein ausfallen. Bei den kleinen Fischen fällt das wirklich auf. Der Schwarm, das ist ja so ein Schutzmechanismus für die Tiere in der Natur. Und besonders bei diesen winzigen Fischen ist eine große Gruppengröße wichtig, dass die Tiere entspannt in eurem Aquarium ihren Alltag vollbringen. Und bei den San Antonios würde ich zumindest 15 Tiere in ein Aquarium setzen, wenn es die Aquariengröße zulässt, also im 60er Becken. Nehmen wir jetzt mal das Mindestmaß, dann eher mehr Tiere. Wenn ihr davor habt, noch zu vergesellschaften und ihr sonst einfach vielleicht schon viele Fische habt, dann schaut, dass ihr zumindest 15 San Antonios dazu nehmt. Mehr, wie gesagt, ist da definitiv eine bessere Sache, besonders wenn ihr größere Aquarien habt. Weiters ist wichtig, auch wenn ihr die richtige Gruppengröße wählt, dass ihr die richtige Struktur in eurem Aquarium habt, also sowohl freies Wasser bietet als auch Unterstände, sei es durch Pflanzen oder Hardscape, das ist für die Fische dann gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass es relativ feine Strukturen sind, wo der Fisch aber noch gut dazwischen passt. Also hier bei uns sind Wasserkelche, also Kryptokerinen, Blätter, in denen sich die Fische verstecken, wenn sie gerade ein bisschen Angst haben, wenn ich zum Beispiel wieder mal mit dem Kescher durch muss. Die Ernährung ist zum Glück nicht allzu kompliziert. Denkt nur daran, kleine Fische haben kleine Mäuler, das heißt, ihr braucht auch kleines Futter. Sie gehen auch gut an Granulate oder Flockenfutter ran, es sollte nur die passende Korngröße haben. Ich verwende zum Beispiel gern den Le Color Booster, das sinkt auch schön langsam ab. Das ist auch wichtig, denn die Fische nehmen für gewöhnlich Futter nicht so gern vom Boden auf. Ansonsten füttern wir 2 bis 3 Mal in der Woche mit Leben- und Frostfutter. Artemia Norblien, also das selbstgezüchtete Salinenkrebs-Babys, sind wunderbare Futtertiere für unsere San Antonios. Ansonsten auch beim Frostfutter. Zyklops, Wasserflöhe und Artemien nehmen die Tiere sehr, sehr gerne an. Mückenlarven haben sie grundsätzlich auch Interesse, aber sie sind dann einfach zu groß. Die kämpfen dann und hier und da schaffen es dann mal eine zu erlegen und zu vertilgen. Aber es ist für die kleinen Fische echt der Kampf. Deswegen, wenn es gibt, holt euch eher kleineres Leben- und Frostfutter. Kommen wir noch kurz zur Vermehrung. Die San Antonios haben ein ausgeprägtes Balzverhalten, das ist ganz nett. Die machen auch Geräusche, wenn es wirklich still ist im Raum, kann man ähnlich wie bei knurrenden Zwergoramis so ein bisschen knackende Geräusche von den Männchen vernehmen, wenn sie in der Balz stehen. Dann müsst ihr aber wirklich die Ohren spitzen und eventuell den Filter abstecken, ist nicht besonders laut, ist aber nicht anzusehen. Ganz generell würde ich nicht unbedingt mit Nachzuchten im Aquarium rechnen. Die Larven sind sehr, sehr klein und brauchen auch ein bisschen besondere Brutpflege von euch. Das heißt, im Gesellschaftsaquarium oder im Aquascape würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass sich die Fische wie Guppies bei euch vermehren werden. Aber hier und da könnte auch mal ein Baby durchkommen. Ich hoffe, ich konnte euch diesen wunderschönen kleinen Zwergbärbling ein wenig näher bringen. Besonders bei nicht
zu heller Beleuchtung oder wenn ihr ein bisschen Schwimmpflanzen habt, kommt dieses kräftige Blau gut durch. Dann schillern die so richtig schön und mit der dunklen Bauch- und Afterflossenfärbung sehen die Fische wirklich toll aus und sind eine richtig coole Alternative zu blauen Neons. Sind so quasi der coole blaue Neon für euer Aquarium. Vielleicht ist ja der ein oder andere unter euch, der die Fische schon zu Hause hält und will uns was über seine Haltungsbedingungen oder vielleicht sogar Zuchterfolge erzählen, dann bitte unten in den Kommentaren gleich mal alles Wissenswerte hier lassen. Lesen wir das gerne durch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Bis bald. Baba.